Heute gibt es ein zweites Phaeton-Video. Auto steht draußen schon bereit. Heute montieren wir 20 Zoll Räder. Wir haben im Vorfeld jetzt schon die ganze Vorderachse neu gemacht. Ich zeige euch nochmal, wie der jetzt mit den alten Rädern aussieht. Und tun den bei Bedarf, je nachdem wie das aussieht, werden wir den heute noch ein bisschen mit VCDS tiefer legen. Kurz nochmal was zur Vorderachse. Also wir haben Bremse komplett neu gemacht, haben wir ATE verbaut, Bremsscheiben und Klötze. Und wir haben, was ich im Vorfeld schon gesagt habe, die komplette Vorderachse mit neu gemacht, sprich oben beide Querlenker. Dann Spurstangenkopf und die unteren zeige ich euch auch nochmal. Den vorderen, den hinteren und Stabi ist auch neu. Also eigentlich ist die komplette Vorderachse überholt. Kommen die Räder drauf und schauen dann, wie das fährt, wie wir den noch tiefer legen müssen. Und zum Schluss natürlich wichtig bei so einer Aktion, Achsvermessung machen. VCDS haben wir jetzt angeschlossen. Jetzt schauen wir nochmal, wie das Fahrwerk steht. Das Fahrwerk steht jetzt schon auf normal, also sprich ganz unten. Jetzt werden wir die Abstände nochmal messen. Kotflügel, Felge. Dazu gehen wir einmal nach vorne. Also die Sommerräder sind drauf, sind doch keine 20 Zoll, sind jetzt die originalen 19 Zoll Räder. So, dazu haben wir vorne jetzt circa 11 cm. Gehen wir einmal nach hinten. Und hinten haben wir 14 cm circa. Von außen hier relativ laut, deswegen setzen wir uns jetzt mal rein hier, dann haben wir ein bisschen mehr Ruhe. So, das VCDS ist schon an. So, wir gehen jetzt in den Teil Auswahl. Dann gehen wir in die 34, die Niveauregulierung. Dann gehen wir rüber zur Zugriffsberechtigung. Kann man das sehen? Ja, so ist besser. Dann gibt man diesen Login-Code ein, der steht auch oben in diesem Feld. Das ist in dem Falle die 31564. Drücken auf Bestätigen oder klicken auf Bestätigen. So, die Zugriffsberechtigung wurde akzeptiert. Jetzt gehen wir in die Anpassung und wählen das Rad vorne links auf. Mit denen muss man auch immer anfangen. So, der liest jetzt die Werte aus. Das dauert jetzt hier im Moment. Ich hoffe, das funktioniert. So, das ist jetzt hier oben umgesprungen von Warten auf, dass man die Werte eingeben kann. Wir fangen jetzt an mit dem ersten Rad vorne links. Dazu geben wir hier jetzt ein eine 420. Eine 20. Man kann maximal 15 mm eingeben. Wir geben jetzt mal nur 13 dazu ein und schauen mal, was passiert. So, gehen jetzt hier auf den Test. Wert ist oben zulässig. Gehen auf Übernehmen. Nehmen das nächste Rad. Das vorne rechts. Ändern das hier auch in eine 420. Auf Test. Wert ist auch zulässig. Auf Übernehmen. Ja. So, jetzt geht es nach hinten links. Steht jetzt hier eine 401. Packen wir jetzt 14 mm dazu und ändern das in eine 415. Auf Test. Wert ist zulässig. Auf Übernehmen. Sind Sie sicher? Ja, hinten rechts. Wichtig ist, Reihenfolge so wie es hier steht, von oben nach unten. So, das letzte ist jetzt hier hinten rechts. Was haben wir gesagt? 415. Auf Test, Wert ist zulässig, auf Übernehmen, ja. So, jetzt kalibrieren wir das Ganze noch neu. Dazu auf dem Menüpunkt Regelanlage Kalibrierung bestätigen. Dazu wird hier unten die 0 auf eine 1 geändert. Und drückt auf den Test, ist zulässig, auf Übernehmen.
Ja. So, jetzt kalibriert sich das Ganze neu. Dann warten wir noch mal einen Moment und dann gehen wir jetzt noch mal eben nach draußen und messen noch mal, ob das was gebracht hat. Gehen jetzt noch mal raus und dann zeige ich euch noch mal, wie das Ganze jetzt tiefer gelegt aussieht. Ich laufe einmal mit euch rum. Also hinten sieht es okay aus. Und vorne, sage ich mal, ja, mehr sollte man eigentlich auch nicht machen. So, das war's an der Stelle. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. So, wir messen jetzt nochmal nach. Also vorne hatten wir vorher eine 11. Da sind wir jetzt grob bei einer 9, also das sind 2 cm. Jetzt gehen wir nochmal nach hinten. Hinten waren wir vorher bei einer 14, da sind wir jetzt ja grob bei einer 12. Also haben wir vorne und hinten ja grob 2 cm runtergekriegt. Ich denke mal, das passt. Ich zeige euch nochmal kurz das Gesamtbild vom Auto. Ja, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.